Liebe Leute, bong, 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 bong. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Randomizer Nuzlocke. Wir sind wieder in Renegaten-Platin, Renegade Platinum. Das Menü geht an. Denn wir schauen uns unser Team an. Wir sind am Weg nach Erzelingen zur ersten Arena. Haben die ersten Kämpfe auf der Route gemacht, den Rivalen zusammengeschlagen, möchte ich sagen. Mit unter anderem Omwat, unserem Elevoltag. Look at it. Ein wahrer OG. Dann haben wir Karina, unseren Starter, unser Blanas, auch Level 13. Wir haben Gratizio, unser geschenktes Evoli, Level 11. Neu dazugekommen, Mauna Kea, unser Glumander. Ich bin während der Folgen nicht dazu gekommen zu grinden. Vielleicht nächstes Mal. Aufpassen auf Mauna Kea. Dann haben wir Cassiopeia, unseren neuen OG im Team mit dem höchsten Level. Level 14, unser Shilock und Schnitzelkoma, unser Schnitzelkoma. Man fuck so mit der fucking Flinkklaue. So. Wie gesagt, ich möchte erst in der nächsten Folge grinden oder nach den nächsten Folgen grinden, weil ich jetzt einmal Richtung Erzelingen möchte. Und ich renne schon vorbei. Und ich eigentlich ganz gut aufgestellt bin für die Arena. Ich habe an sich. Nur einen Schluck trinken. Nein, Spaß. Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Wir haben einerseits Gratizio. Die Kamera ist so schief. So, jetzt. Viel besser. Ich Gratizio. Wir haben Omwat mit Fußkick. Und wir haben Karina und Cassiopeia. Beide sehr effektiv gegen Gestein sind. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Arena-Leiter sind in diesem ROM-Hack. Wir haben ihm in den Rivalen schon gemacht, aber unser Encounter nicht geschafft. Im Fall, wir haben diese Doppeltypen hier weggehauen und jetzt kommt ein wilder Schmarrn. Schaue ich mal, wie ich das rausschneide. Am Ende, es ist nur ein Drift-Tippel. Level 4. So. Nächster Trainer, der mir aufs Maul haut. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt in der dritten Folge, wo ich hier anlaufe, endlich nach scheiß Erzelingen machen. Das ist die siebte Folge. Fast verschluckt. Ja, siebte Folge und ich bin richtig scheiße bei der Sache. So, Swift. Boah, Mugli. Vor allem liegen, ich habe vorher Maki gegessen, die liegen mir fett im Magen jetzt. Egal. Das ist ein Bundesresultat. Sehr geil. Matchup. Bleib einfach drin. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich klüger, Karina und oder Cassiopeia zu trainieren. Was ist für ein Move, Alter? Cassiopeia und oder Karina zu trainieren, weil wenn irgendwer Gestein Boden hat, ist halt Power. Ist halt Omwat dead as fuck. Das ist ein guter Punkt. Weil ich ein bisschen müde bin oder so, excuse this by the way. Ich bin irgendwie irgendwie seit gefühlt 3 Monaten nicht mehr ganz gesund und B, war ich bis jetzt unterwegs. Nehmen wir einfach mal Karina. Oder wir nehmen beide. Beide. Pardon, scheiße mit Reis. Und geht einfach hinein in die Schäse. I found the trainer when looking for some Pokémon. I was looking for some Coca-Cola. Non-sponsored, by the way. Die den Orangen des Erzelingen. Die sind aber im Original nicht Doppelkämpfer, oder? Weiß ich gar nicht. Caitlin und Madeline. Lass Caitlin! Lass Madeline! Und eine Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen. Krasses Ohr. Hat Karina die kack falsche Stelle gesetzt? Nein, ich wollte eh Kasse. Alter, mein Hirn funktioniert so gar nicht manchmal.
Biss, Ding, und dann nochmal Shockwave und dann sind die mal weg. Hm. Ich habe jetzt fertig getrunken. Ja. Hier drauf und fertig. Zwei Folgen klopfe ich heute in den Kasten. Jawohl, 14. Hoffentlich dem Orden ein bisschen näher. Ja, und dann geht sie weiter. Peck. Gregory Peck. Gregor. Die 6. Hat die 5 Pokémon? Das ist noch richtig Overkill. Viele Pokémon immer. Ih, vielleicht spule ich die wieder vor den Kampf und schauen, wie ich mich im Editing dazu entscheide. Was ihr alles mitbekommt. Blö, blö. Jetzt Maulsonkern. Ist schon wieder gut. Oh, you finished so soon. Oh, I lost la la la. I don't finish early. Das ist stark. Polizei fährt draußen vorbei. Cassiopeia, gönnen wir noch die 15? Mir selber gönne ich das Item. Oh, Sanftglocke. Ich bin mal. Der Lachs entwickelt sich. Also, kommt. War ich Sanftglocke dafür, oder? Boah, Lachs auch. Ich glaube, Sanftglocke. Pff, mal anschauen. Wenn ich nächstes Mal grinde, schaue ich mir das an. Wenn ich das nächste Mal grinde, schaue ich mir das an. Ich mir das an. Level 14. Wunder knusprig, meine Lieben. Wunder knusprig. Oh Mann. Jetzt habe ich erstens nicht Pokémon gewechselt und zweitens hätte ich platt gehauen jetzt. Selfie? Ich komme gerade drauf, wir haben den nächsten Encounter in der Höhle. Steil. Also davon kann ich das Selfie, da habe ich relativ easy weghauen für relativ easy Experience. Jawoll. Alter. Verschleimt wie ein Kettenraucher. So. Jetzt aber. Carina. Switch. Ja. Die furiosen 4 machen das dabei. Und beim Grinden kommt dann Mauna Kea und Schneiselkoma. Für einen guten Level. Oh, gut, Sir. Ah ja, ich habe den Pocket. Ja, ich bin relativ neu, außer dass ich das schon 2 Jahre mache. Oh. Ja, ich mag Pokémon. Ich versklave sie gerne. Oh, grüne VM. Steil. Rock Smash. Ja, Zertrümmerer ist schon mal ganz chillig. Ah, okay, vielleicht haben die... Oh Gott, wird angeklickt. Vielleicht hat er ein paar von den Bouldern rausgenommen. Hm, schauen wir mal. Auf jeden Fall bringe ich es mal jemandem bei. Sicher ist sicher. Wer lernt den Rock Smash? Schneißelkummer bekommt der Rock. Defense Curl weg. Metronom ist natürlich sehr lustig. Feiere ich natürlich immer. So. Würde mich interessieren. Oh ja. Erster Encounter kommt jetzt dann bald. Oh. Kann man da immer runtergehen? Oder ist das nicht eigentlich durch Zertrümmerer blockiert? Nee, das ist mit dem Fahrrad, nicht? Ah ja. Aber ich kann mir da. Oh, erster Encounter.
Es ist. Oh, oh. Warte. Stopp, ich hau auf die Dupe-Klausel. Ich hau auf die Dupe-Klausel, ja? Müsste nicht so funktionieren. Weil ich habe ja schon. Ich habe ja schon mein Gratizio. Mal schauen, ob jetzt wieder eine Evolution kommt oder was anderes kommt. Viel besser. Das Backup für Carina ist das wirklich gut. Bitte bring's nicht um. Oh, aber das ist natürlich wieder richtig ranzig zu fangen, nicht? Hm, richtig ranzig zu fangen wieder. Naja, ich spule das wahrscheinlich vor, bis wir dann gefangen haben oder nicht gefangen haben. Jawohl, wir sind wieder da. Wuppidi-wuppidi-bu. Torterra. Shelterer gefangen. Also schon mal verdammt gut für ein Backup fürs Team. Weil es ist halt, wenn ich möchte, den Typ nicht doppeln mit Carina. Aber fucking gut. Und ich habe einen Namen dafür. Und zwar benennen wir das Ding jetzt wenn ich es finde. Gibt es hier kein scharfes S? Dann machen wir das jetzt so. Schaut ein bisschen kacke aus, aber der Sinn ist da. Wer es erkennt, der kriegt einen Keks. Es ist natürlich aus der Scheibenwelt der Name der Weltenschildkröte. Terry Pratchett ist toll. Also, seine Bücher. Ich habe leider keine Ahnung, ob er ein guter Mensch war. Aber ich mag seine Bücher. Oh, da gibt es noch ein Item. Item. Dorino wäre natürlich auch cool gewesen. Ich gucke gerade drauf. Carina ist a little bit tot. Das werde ich jetzt schnell korrigieren. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass mich sonst die, wie heißt's, die Trainer zum Klump hauen. Wir müssen einen Trank draufhauen. Guten Tag. Ah, Blitz. Sehr geil. Das heißt, dem Knacksel steht nichts im Weg. So. Wir schleichen uns wieder rauf. Und wir sehen uns dann gleich. Ein kleiner Cut. Und wir sehen uns sogar. Oh, Food. Wir sehen uns dann gleich wieder oben in der. Wie heißt's? In der Haupthöhle. Bis gleich. So, liebe Leute. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir machen die Höhle jetzt noch fertig. Da gehen wir jetzt noch durch. Und dann, liebe Leute, sage ich ciao. Und wir erkunden Erzlinge in der nächsten Folge. Dann sind wir nämlich endlich da. Bla bla bla, ich habe gar nicht gelesen, was du gesagt hast. Ist mir auch egal. Du Sack. Curtis. Oh. Underappreciated. Denn, oh Gott, es ist ein Generationenduell. Mord. Verhau deinen kleinen Bruder. Ich kann nicht so wenig Schaden machen. Ein bisschen Schaden nacheinander und gleichzeitig mit Wundersaat. Ja, ist besser. Besseres Pfund. Ehre. Hau ihn weg. Bitte. Jawohl.
Carina zeigt wieder, was sie kann. Die Gute. Jawohl. Sü. Warum bin ich jetzt Cristiano Ronaldo in der Aufnahme? Keine Ahnung. Oh, Rasierblatt ist natürlich geil. Statt dem da. Sehr gut. Dick da. Klingt nach einem Cassiopeia-Job. So. Die Sau ist tot. Oh Gott, habe ich den angesprochen. Igitt, igitt. Cassiopeia. Und jetzt machen wir noch den Schwanz da. Weil er hier einen Schwanz hat. Das ist ja keine Katze. So, der letzte vor der Stadt endlich. God bless. Wir sind gleich in fucking Erzelingen. Picknick, ist das nicht ein Fehler? Nein, Picknick schreibt man so auf Englisch. Ach, Flummel verwende ich immer sehr gern, wenn ich irgendwie Saphir-Smaragd durchzocke. Sehr geil. Gravums ist toll. Ist wie ich. Immer ein bisschen zu laut. Ja, ist halt so, nicht? Oh, Felino, Felino. Blablabla. Junge, aua. Okay. Doch nicht so aua. Gähner ist gut. Wenn wir was haben, was dessen schlechter ist. Gib Blubber weg. Keine Blubberblasen für SpongeBob. Yadi yadi yada, yadi yadi yada, yadi yadi yada, yalla yalla in Kavala. Danke, Folge noch ein bisschen strecken, freut mich. Oh, wenn man von Teufel spricht. Hi. Habe ich aber schon den Counter, weil unten zählt das oben. Ist so. Ein kleiner Biss kann dir nicht schaden, außer dass dich umbringt. Ich merke, mein Energielevel geht total runter. Gut. Orberg City, Erzelingen. Ich speichere nur kurz ab, bin gleich da. Und damit beende ich diese Folge. Nächste Folge kommt Erzelingen eben auf uns zu. Der ist der Arena, die Mine und was auch immer sonst dieser Hack noch für uns bereitet. Ich habe nämlich absolut keine fucking Ahnung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Oder Morgen. Oder was auch immer. Love you. Man sieht sich. Ciao.